Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kollegin von Eulbürden, Ihrem Dank an den Bürgerbeauftragten kann ich mich voll inhaltlich anschließen. Ich denke, da sind wir alle hier im Hohen Haus einer Meinung. Dem Versuch der Reinwaschung des Innenministers, allerdings aufgrund der unklaren Corona-Regeln, kann meine Fraktion hier an dieser Stelle nicht beitreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfs möchte ich überschreiben als eine Zeit der genutzten und eine Zeit der ungenutzten Chancen. Zum Polizeibeauftragten ist in vielen Reden und auch jetzt wieder das Notwendige gesagt. Seine Zuständigkeit wird begrenzt auf Vorgänge aus dem innerpolizeilichen Bereich. Für Bürgerinnen und Bürger, die nicht bei der Polizei beschäftigt sind, also für die übergroße Mehrheit, bleibt der Polizeibeauftragte tabu. Hier haben wir eine Chance vertan. Hier geht es nicht um Anschwärzen, hier geht es auch um eine objektive Bewertung der Ergebnisse und der Erfahrungen aus anderen Bundesländern, wie wir sie auch in der Anhörung vernehmen konnten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns daher gemeinsam hoffen und darauf hinarbeiten, dass nach den vor uns stehenden Landtagswahlen neue politische Konstellationen eine unabhängige Beschwerdestelle nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins auch in Mecklenburg-Vorpommern ermöglichen. Daher sollten wir auch nicht bis zur Evaluierung dieses Gesetzes nach dem 31.12.2024 warten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, genutzt hat ihre Chancen hingegen die Ministerialverwaltung. Man könnte auch sagen, sie hat den Landtag mächtig über den Tisch gezogen und sie hat dem ehemaligen Innenminister ein deutlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die Zeit zwischen erster und zweiter Lesung hat uns nicht nur einen neuen Innenminister beschert, nein, in dieser Zeit wurden auch eine Expertenkommission und ihre Empfehlungen Teil der Geschichte. In der ersten Lesung habe ich es begrüßt, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einige Empfehlungen der SEK bzw. der Fromm-Kommission gesetzlich verankert werden sollen. Der SEK-Skandal, der die gesamte Landespolizei erschüttert haben dürfte, findet einen vorläufigen parlamentarischen Abschluss. So meine Einschätzung vom 28. Oktober des letzten Jahres. Ich sollte mich irren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht nur ich. Auf wie viele Seiten wurde dem Innen- und Europaausschuss der zusammengefasste Bericht der SEK-Kommission nahegebracht, öffentlich oder als vertrauliche Verschlusssache? Auf wie vielen Seiten wurde der Innen- und Europaausschuss über die Abschlussempfehlungen der sogenannten Arbeitsgruppe des Staatssekretärs Umsetzung der Empfehlung der Expertenkommission unterrichtet? Was wurde nicht alles zugearbeitet durch die neuen gebildeten Arbeitsgruppen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem aus anderen Gründen erfolgten Rücktritt des langjährigen Innenministers Lorenz Kaffier hat sich dann auch auf seltsame Weise der Reformeifer schlagartig verabschiedet. Entgegen der Feststellung der SEK-Kommission, wonach die Anbindung der Spezialeinheiten beim LKA nicht förderlich war und sie der Bereitschaftspolizei zugeordnet werden sollte, bleibt im Ergebnis alles beim Alten. Und auch die Arbeitsgruppe Lenz kann ihre Erkenntnisse und Abhandlungen in die Tonne klopfen. Und auch deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich auf die Ergebnisse der Kommission, die zur Überprüfung des Verfassungsschutzes eingesetzt worden ist, überhaupt nicht gespannt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat durch den Kollegen Dachner damals die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass bei der Entscheidung über die zukünftige Zuordnung der Spezialkräfte das Parlament mit einbezogen werde und die Vorkommnisse der Vergangenheit zu Konsequenzen führen müssten. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, mit dem überarbeiteten Gesetzentwurf, haben sich beide Erwartungen nicht erfüllt. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann meine Fraktion diesem Gesetzentwurf keine Zustimmung geben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Innenminister, ich bin ja froh, dass mein Redebeitrag dazu geführt hat, dass Sie sich gemüßigt fühlen, hier etwas zum Inhalt beizutragen. Hatte mich schon sehr gewundert, dass in der Rednerinliste zur Tagesordnung Sie hier nicht aufgetaucht sind bei diesem wichtigen Gesetzesvorhaben und bei den Veränderungen, die sich zwischen der ersten und der zweiten Lesung ergeben haben. Zweitens, dass es Sie überrascht, dass wir hier eine solche Position beziehen, das überrascht mich dann wiederum. Dann hätten Sie die Debatte im Innenausschuss zur abschließenden Beratung des Gesetzentwurfs aufmerksam verfolgt. Dann hätten Sie schon da feststellen können, wo unsere Kritikpunkte am Inhalt und am Verfahren liegen. Drittens, etwas im Innenausschuss zu verkünden,
ist etwas anderes, als den Innenausschuss oder das Parlament in die politische Arbeit mit einzubeziehen. Und viertens, wenn Ihnen nichts weiter einfällt, sozusagen Ihre Kritik dann sozusagen mit persönlichen Bemerkungen mir gegenüber auf meinen letzten Metern zu verbinden, dann tut mir das sehr leid, aber das spricht offenbar für Ihre Herangehensweise. Herzlichen Dank.